eine Animation aus Japan. Mhm. Und welche und warum und so, was können Sie ein bisschen erzählen vor Kamera? Also ich bin aufgewachsen mit Ghibli, also von Hayao Miyazaki, und das war sozusagen meine Disney-Filme, weil alle in meiner Schule haben Disney-Filme geguckt und mir hat das nie so gefallen. Ich fand das irgendwie mal langweilig mit dem Happy End und so, das war zu simpel, das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich die Ghibli-Filme entdeckt von Miyazaki, und die waren so schön dunkel und hatten so viel Tiefe und waren sehr emotional, und das hat mir sehr gefallen. Also, und dann habe ich halt angefangen, Mangas zu lesen, auch in der Schule. In Deutschland gab es nicht so viele Mangas, also japanische Comics. Aber es gab immer irgendwo so versteckt in irgendeinem Buchladen halt welche. Und dann habe ich angefangen, die zu lesen, und bin dann seitdem nicht mehr davon losgekommen. Wie heißt diese Manga? Das Manga, was ich angefangen habe zu lesen, war Conan. Das war das erste, was ich gelesen habe, also Detektiv Conan, was relativ so ein Einsteiger-Manga war. Dann habe ich angefangen, Inuyasha zu lesen, was ich auch geguckt habe. Das kam auch im Fernsehen. Und dann habe ich angefangen, mich für ältere Mangas zu interessieren, auch für die Geschichte auch dahinter. Ich fand es einfach faszinierend, auch wie die Kultur sich entwickelt hat, auch durch die Einflüsse von China und Japan und alles, was so zusammengewachsen ist. Und diese große Breite an Kunst einfach, die es bei uns so in Deutschland nicht so in dieser Form gibt. Wir haben nicht so viel mit so kleinen, niedlichen Männchen oder so. Wir haben eher so sehr strikte Zeichnungen. Und das war so anders. Das war einfach nicht so normal, und das hat mir sehr gefallen. Ja. Ja? Nee, ich habe die Waffe selbst gemacht. Ich bin nicht so gut im Nähen. Ich habe aber schon mal was genäht, eine Puppe. Vorher. Also ich mache viel Cosplay selbst, das ist mit einem LED-Licht. Warte. Das ist das Zeichen von, das Anime heißt Lane. Und das ist von 98, und das ist mein Lieblingsanime, und sie trägt immer auch einen Bärchenanzug, also am Anfang, das ist so ein Markenzeichen. Die Waffe gibt es nicht, die habe ich mir selbst ausgedacht. Ja, die Waffe gibt es nicht, die habe ich mir selbst ausgedacht, aber dadurch, dass Lane, die Hauptfigur, das Mädchen in dem Anime, sehr viel macht mit Computern und immer mehr in die Welt von Computern abrutscht, und ich bin auch so ein Nerd, ich liebe Computer, und irgendwie habe ich das Gefühl, Maschinen leben, und sie kann halt dann immer mehr mit Computern interagieren, und deshalb ist das so ein Mix aus Computer, LED, und ich werde auch das noch weiter ausarbeiten, dann werde ich noch Computerteile dran kleben und es dann noch mal mehr so aussehen lassen, wie als wäre es halb Computer, halb Waffe. Mit 11 oder 12, ja. Was hat die Mutter gesagt damals? Die fand es eigentlich cool. Also meine Eltern waren erstmal so, weil die Sachen, zum Beispiel bei Conan gibt es ja viele, wenn ein Mord passiert, spritzt ja viel Blut. Und das habe ich damals bei einem Freund gesehen, das lag da rum, das Manga. Und dann habe ich so gedacht, boah, das ist ja cool, da spritzt so viel Blut und so. Meine Mom war erstmal so. Aber dann hat sie verstanden, dass das zur Geschichte gehört, und dass das, und sie hat dann verstanden, oh, also es ist ja eine Geschichte, und es gibt ja eine Idee dahinter, warum das passiert. Und sie hat auch verstanden, dass ich damit eigentlich ganz gut umgehen konnte, und dass es für mich eigentlich, ich konnte damit mehr umgehen als mit den Animationen, die bei uns im Fernsehen so liefen, weil mich hat eigentlich eher sowas verstört wie SpongeBob. Das mochte ich gar nicht. Das hat mir Angst gemacht als Kind. Und sie hat gemerkt, bei Mangas scheine ich irgendwie, das scheint mich zu beruhigen. Und deshalb hat sie gesagt, cool. Also meine Eltern waren echt da sehr cool, weil da hatte ich echt sehr Glück. Weil also die anderen Kinder in der Schule waren nicht so Fans, und da kam es auch nicht so an, aber das war mir egal. Manchmal mit Mama
Mama und Papa berühren. Ja. Weil irgendwelche unlustigen Momente kommen sie ins Zimmer rein. In diesem Moment irgendwelche total... Schrägstrich Hentai. Ja, ja, sowas, ja. Ja, meine Eltern waren bei Hentai, das haben sie auch am Anfang nicht so... Also mein Papa hat gesagt, egal. Mein Papa hat so gesagt, okay. Aber meine Mama hat so ein bisschen gesagt, oh, das ist ja schon, aber... Ich finde Hentai auch total cool. Ich bin dann auch später zu Hentai gekommen, weil ich die Illustrationen toll fand. Und die Anatomie, also wenn man mal so Anatomie-Sachen gesehen hat bei Hentai, wo ja alles gezeigt wird, der ganze Körper. Und dann dachte ich so, super, ich kann auch mehr über Anatomie lernen, weil ich auch selber zeichne. Und die Animationen waren toll. Und ich mag am liebsten Hentai mit Oktopussen. Das mit den Oktopussen. Wo ein Oktopus eine Frau. ja, klar, dass viele Leute verstehen das nicht. Und Sie sind sicher Mitglied von Crunchyroll, oder? Hm? Sie sind Mitglied von Crunchyroll. Nee, bin ich nicht. Ich kann mir das im Moment noch nicht leisten. Ah, okay. Ich gucke es meistens auf DVD. Ach so, ja? Ja. Wenn mir was wirklich... Mit deutschen Untertiteln? Ja. Früher habe ich es auf Deutsch geguckt, weil es früher die Animation, Animes gab es nicht auf Japanisch. Und dann habe ich es in Deutsch geguckt und dann später, wo ich gemerkt habe, oh, man kann sich die Staffeln auch, dann habe ich es mit Untertiteln auch geguckt, ja. Wie kriegen Sie denn diese Manga, DVD, irgendwo kriegen Sie? Ja. Aber Manga, auch durch selbe Quelle oder weiter? Manga kriege ich aus, oftmals in den Buchläden. Mittlerweile gibt es Mangas auch in Buchläden und da kann man viele kaufen. Und wenn es was ist, was ich gar nicht finde, vor allem Hentai, was man nicht in Buchläden kaufen kann, bestelle ich das auf Amazon meistens, weil es leider anders nicht geht. Aber wir haben, in meiner Stadt gibt es einen tollen Comicbuchladen und die haben auch viele ganz ausgefallenere Mangas. Und da kaufe ich dann oft ein, weil ich das auch nicht so mag, so im Internet zu bestellen, weil... Ich fasse die Sachen lieber an und gucke sie mir an und ja. Okay. Also ich finde einfach, was ich toll finde an der Sache, also was ich weitergeben möchte, was ich dadurch spüre, wenn ich das konsumiere. Also die Sachen, wenn ich sie lese, sie meinen eine Message so, eine Message? Eine Message von Manga oder von Animation? Naja, das ist einem erlaubt, sich, also für mich ist es eine Form, die... Dadurch, dass man alles damit machen, also in Manga finde ich und Anime ist alles erlaubt. Man kann, jeder Künstler kann sich unterschiedlich. Ganz frei. Hm? Ganz frei. Ja, ach so, ganz klein. Kann man alles machen. Ja, man kann. Ja, und das ist das Tolle. Ja, jede Fantasie, jede. Grenzenlose Fantasie. Ja, grenzenlose Fantasie. Und das fand ich schon immer toll, wie mit Filmen oder auch mit Musik. Man kann sich als Künstler ausdrücken und man ist nicht limitiert. Und es ist ja oft so, dass zum Beispiel, wenn Künstler jetzt ein Plattenlabel oder sowas unter Vertrag sind, keine Ahnung, zum Beispiel meine Lieblingsband, aber das hat jetzt nichts mit Mangas zu tun. Das hat nichts mit Mangas, aber da meine ich, da ist es ja oft so, dass Leute limitiert werden von der Plattenfirma oder von, natürlich gibt es auch Limitationen oft, auch da bestimmt intern, auch in Japan, dass sie sagen, das kannst du nicht machen, aber trotzdem hat man das Gefühl, es ist nicht so, dass die Gesellschaft akzeptiert es vielleicht nicht von außen, aber von innen, wenn die Leute die Kunst konsumieren, können sie so viel machen und sich so viel besser ausdrücken, als in vielen anderen Kunstformen, die ich so sehe. Wie in Deutschland ist die Kunstform sehr klein mittlerweile und wir haben auch sehr viel von der Kunst verloren, so durch den Zweiten Weltkrieg und so, dass die ganzen Künstler vertrieben worden und es ist irgendwie alles so klein geworden. In Japan habe ich das Gefühl, vor allem durch die Mangas und die Animes, blüht eine sehr große Kunstszene auf. Und das finde ich toll. Das liebe ich auch an Japan.